Servus. Ja, heute will ich einfach mal so ganz grob erklären, was eigentlich mein Problem mit der Dunkelküste ist. Wirklich ein Problem habe ich da gar nicht, weil ich meine, die Dunkelküste ist das Gebiet, wo ein Nachtelf Level 20 erreicht, somit seine ersten Mounts ergattern kann. Und ab dann ist er halt einfach erwachsen, sagen wir es mal so. Nur finde ich an der Dunkelküste eben nichts Besonderes. Ich finde, alles ist irgendwie langweilig. Zum Beispiel im Wald von Elven, da hat man diese kleineren Dörfchen, die alle irgendwie eine Ausstrahlung besitzen. Hier zum Beispiel das Hauptdorf der Allianz Goldhain, was sowieso das Coolste ist. Goldhain, Peace, Bruder. Oder auch bei Darnassus. Also auf dem Baum der Elfen. Moment. Kalimdor hier. In Teldrassil, das ist ein wunderschönes Gebiet. Und da ist auch das Problem, was ich damit habe. Und zwar, wenn man von Teldrassil runter nach zur Dunkelküste fährt, das ist so ein Kontrast, der richtig ekelhaft ist. Ich hasse diesen Kontrast, ich finde ihn so hässlich. Aber komm mal runter! Komm runter! Seht ihr so, was ich meine? Dieses hier da hinten, dieser Waldbrand. Hier dieses Gebiet ist ja noch akzeptabel, weil es halt immer noch an Goldhain und Teldrassil erinnert. Aber sobald man halt mehr in das Gebiet reinkommt, zum Beispiel da, wo ich jetzt hier hinten bin. Außer beim Hain der Uralten. Das ist echt hässlich. Das kann man echt keinem erzählen. Das gefällt mir aber nicht. Und deswegen habe ich auf Twitter, folgt mir auf Twitter, auch den Hashtag Nein, sagt Nein zur Dunkelküste ins Leben gerufen. Alter. Ja, aber genug rumgeheult jetzt. Ich hab eine schöne Gestalt angenommen. Bin in der schönen Gilde. In der Gilde Euldoch. Vom lieben Weihnachtsmann. Sein Kanal ist verlinkt. Und ich würde sagen, ich will mich jetzt auch nicht auf die Folter spannen. Ich habe morgen wieder Schule. Das bedeutet, ich muss es jetzt auch noch irgendwie hinkriegen zu schneiden. Ist ein kurzes Video. Ich sehe das gerade in der Aufnahme. Ist 3 Minuten 42. Stimmt auch mit der Sorda City Aufnahme überein. Und ja, würde ich sagen, ich habe jetzt ein Hotkey. Tschüss.